Brasilien gilt als eines der gefährlichsten Länder der Welt und so boomen schusssicher umgebaute Autos wie hier in Sao Paulo. Auch dieser junge Anwalt hat einen gepanzerten PKW, nachdem er an einer roten Ampel ausgeraubt wurde. Como toda grande capital, a violência é uma coisa que nos acompanha. Wie in jeder Großstadt ist Gewalt alltäglich. Man kann bei einem einfachen Zwischenfall ums Leben kommen. Die Panzer-Pkw sind ein Millionenmarkt. Brasilien gilt beim Absatz weltweit als Spitzenreiter. In zahlreichen Spezialwerkstätten, vor allem in Sao Paulo, werden die Autos aufgerüstet. Hier wird ein Wagen so verstärkt, dass er auch dem Schuss einer Kleinkaliberwaffe standhält. Kosten umgerechnet 13.000 Euro. Gebrauchte sind günstiger. Die Preise für gebrauchte, schusssichere Autos sinken rasch. Auch die Mittelschicht und sogar die unteren Schichten können sich dasselbe Maß an Schutz und Sicherheit leisten. Für Millionen Menschen im Land ist der Luxus eines schusssicheren Autos trotzdem unerschwinglich. Dabei ist in den ärmsten Regionen die Kriminalitätsrate am höchsten. Sicherheit und Überleben sind in Brasilien auch eine Frage des Geldes.